Es tut mir ja schon fast leid, aber irgendwie kommen immer mehr Fragen, als dass welche beantwortet werden. Der Danu wollte mir mit Hilfe von Sternschnuppen und der winzigen Größe der Sternschnuppen, wie groß die eigentlich sind, nochmal vor Augen führen, dass es klar möglich ist, da irgendwelche kleinen Dinge in hunderten Kilometern Entfernung zu sehen. Und da schreibt er hier, die meisten Sternschnuppen werden von Teilchen verursacht, die zwischen einem und 10 Millimeter groß sind. Diese kleinen Körper sind so winzig, dass sie vollständig in der Erdatmosphäre verglühen und keine Meteoriten am Erdboden hinterlassen. Die Sternschnuppen, auch Meteoriten genannt, beginnen in etwa 80 Kilometern Höhe über dem Erdboden zu leuchten. Dies ist die Höhe, in der die Meteoriten die Mesosphäre, eine Schicht der Erdatmosphäre, erreichen und durch Reibungshitze verglühen. Der Leuchteffekt, den wir als Sternschnuppe wahrnehmen, entsteht durch die strahlende Rekombination angeregter Elektronen der Luftatome in der Plasmaspur, die sich hinter dem Meteoriten bildet. So, und hier setzt er mich nochmal direkt drauf. Man kann also 1 bis 10 Millimeter große Steinchen in 80 bis 120 Kilometern Höhe leuchten sehen. Okay. Das kam mir dann als Antwort in den Sinn. Also schon bei deinem ersten Satz darüber muss ich stocken. Die meisten Sternschnuppen werden von Teilchen verursacht. Würde ich gern wissen, wer das sagt und wer das je live gesehen hat. Das würde mich wirklich mal interessieren, ne? Und vor allem sagt der Wikipedia genau das Gegenteil, wenn man es genau betrachtet. Ne, da habe ich mal geguckt. Er hat ja gemeint, in 85 bis 120 Kilometer Höhe entstehen die. Und da sagt Wikipedia, das ist die Thermosphäre. Na, die reicht von 85 bis 500 Kilometer Höhe. Allerdings sind in dieser Schicht so wenig Teilchen vorhanden, schreibt Wikipedia, dass keine Temperaturmessung mehr möglich ist, sondern nur die Messung von Strahlungsenergien. Ist dann schon komisch, ne? Also da sollen die Sternschnuppen dann in einer Zone entstehen durch Teilchen, aber in der Zone sind so wenig Teilchen, dass nicht einmal eine Temperaturmessung möglich ist. Okay. Daraufhin hat mir dann jemand anderes geantwortet. Und er, wo steht's? Hier. Eine Sternschnuppe, die auf die Erde getroffen ist und den Eintritt in die Atmosphäre überlebt hat, befindet sich in meinem Besitz, sagt er. Und es fühlt sich metallisch an. Also, wir haben hier jemanden, der hat eine Sternschnuppe zu Hause. Ja, okay, na dann. Allerdings möchte ich jetzt kein Battle mit dem Audi A5 Cabrio anzetteln, weil ich finde ihn ganz sympathisch. Er schreibt hier selber, dass sein Vater als Astronom arbeitet und er wahrscheinlich von daher schon gebrainwashed ist, von wem auch immer. Und ja, das finde ich sehr sympathisch, muss ich sagen. Ne? Kann ja sein, dass der Papa ihm da eine Freude machen wollte. Jedenfalls hat er gemeint, dass er mich nicht besuchen möchte mit seiner Sternschnuppe, aber er hat mir dann noch was zu Kometen erklärt, weil ich ja dann so blöd gefragt habe, na gut, wenn Sternschnuppen nur dann entstehen können, wenn die in so einer ganz bestimmten Schicht sind, in der Nähe von der Erde, wie können dann Kometen weit, weit draußen ohne diese Schicht überhaupt einen Schweif haben und das Bild so an den Himmel werfen, wie wir es gerade sehen. Und da meint er hier, dass das ja dann nur dann geht, wenn der Komet in der Nähe der Sonne kommt. Dann verdampfen die eisigen Bestandteile durch die Wärme der Sonnenstrahlen. Ne? Klingt logisch. Wenn irgendwas in die Nähe der Sonne kommt, dann wird es wärmer. Oder? Irgendwie kriege ich das noch nicht so richtig in den Kopf. Also unten haben wir erst so durchschnittlich 18 Grad Celsius. Ne? Wenn wir auf den Mount Everest steigen, haben wir so minus 40 Grad. Wenn wir dann ungefähr in der Höhe sind, wo die Sternschnuppen anfangen mit Leuchten, haben wir minus 86 Grad. Und je weiter wir hochkommen, desto weniger können wir Temperatur messen, weil es da keine Teilchen mehr gibt. Ne? Ja. Das beißt sich bei mir irgendwie in der Logik im Kopf. Bei euch auch? Ja, was denn dann diese Kometen sind, die man da alle paar Jahre mal teilweise für einen sehr, sehr langen Zeitraum am Himmel beobachten können, das wäre jetzt auch mal interessant. Sieht ja toll aus.